Ich begrüße Sie heute zu einer neuen Sendung von Ihr Thema. Heute geht es um das Thema Unsterblichkeit. Hört sich ein bisschen seltsam an, muss ich zugeben. Deswegen geht es auch darum, eigentlich nicht unsterblich, sondern eigentlich bewusst ein langes Leben, Langlebigkeit zu haben. Als Studiogast haben wir die Frau Olga Podorowskaja eingeladen. Ja, Olga, wie kommst du eigentlich dazu, zu dem Thema Unsterblichkeit? Wie ist das passiert? Я, наверное, сразу ошарашу ответом. Мое тело начало приобретать эти свойства и просто растворилось в свете. Vielleicht ist es irgendwie eine schreckliche Nachricht oder schnelle Erklärung. Mein Körper hat sich ganz schnell angefangen aufzulösen im Licht. Это было совершенно неожиданно. Das war ganz unerwartet und plötzlich. И я не готова была к этому опыту. Und ich war überhaupt nicht vorbereitet für diese Prozesse. Мне пришлось его собирать заново. Ich musste meinen Körper neu sammeln und neu ordnen. И переосмысливать этот опыт более десятка лет. Und diese Erfahrung musste ich dann mental überlegen oder bewusst werden, diese Erfahrung, dazu habe ich mehr als 10 Jahre gebraucht. Когда со мной произошли эти изменения, я до этого практиковала лично 15 лет. Bevor meine Veränderungen in mir stattgefunden haben, habe ich 15 Jahre verschiedene Sachen praktiziert. И потом еще более 10 лет мне понадобилось на то, чтобы получать посвящение и иметь доступ к традиционным текстам для того, чтобы удостовериться и глубоко понять, что произошло. Und dann nach den 15 Jahren Praktiken habe ich 10 Jahre gebraucht, um Zugang zu Einweihungen bekommen zu können zu den Geheimschriften oder Geheimlehren, um hier weiter sich bewegen zu können. Например, тибетские школы. Zum Beispiel tibetische Schulen. Но не все. Aber nicht alle. Школа Нингма. Dann die Schule Нингма. Нингмапа. Говорит о том, что природа всех явлений – это свет. Diese Schule sagt, dass der Ursprung von allem ist Licht. Также можно привести пример хайдеканского Бабаджи. Auch die Babaji aus Hodakan. Babaji, es gibt mehrere. Он материализовал свое тело в возрасте 18-летнего юноши. У меня есть фотографии, можно будет. Und Babaji hat sein Körper materialisiert im Alter von 18 Jahren. И последняя его материализация, он их делал ряд. Er hat mehrere Materialisierungen geschafft. Состоялась в 74 году. Die letzte Materialisierung, das heißt Erschaffung von physischem Körper, war 1974. Он пробыл среди нас более 14 лет. Er lebte in diesem Körper nach der Materialisierung 14 Jahre. И есть очень много видео, которые доступны любому, кто этим интересуется. Und es gibt sehr viele Videos, die jeder Mensch frei anschauen kann, wo man diesen Babaji sieht. И как я сказала, что подобные явления присущи многим культурам, Und, многим традициям. Diese Erfahrungen oder diese Möglichkeiten sind zugänglich für verschiedene Kulturen oder für verschiedene Traditionen. Вопрос в том, что основную массу населения об этом просто не информировала. Die Hauptsache ist, dass die meisten Menschen darüber einfach zu wenig wissen. Als Einweihungslehren, also Geheimlehren, oder ist das in Ägypten, also war das bestimmten Leuten nur vorbehalten in Ägypten zum Beispiel, oder ist das jetzt, konnte das jeder? Это было всегда тайным знанием, и на сегодняшний день это тоже знание можно получить только после посвящения. Selbstverständlich, das war nur für die ausgewählten Leute, das war immer Geheimwissen. Bis zur heutigen Zeit ist es Geheimwissen und dieses Wissen bekommen nur die Eingeweihten. Jetzt kommen wir mal in die heutige Zeit. Das ist heute auch noch Geheimwissen, wird das heute noch praktiziert von ich sag mal, bestimmten Zirkeln? Oder ist das jetzt heute so, dass das im Endeffekt jeder ohne besondere Fähigkeiten könnte? Сегодня информация распространяется с огромной скоростью. Heute Information können wir ganz, ganz schnell verbreiten. И это повышает наш потенциал. Und das erhöht unser Potenzial.
То есть наши возможности возможности общества возрастают с каждой минуты. Das heißt, die Möglichkeiten der Gesellschaft wachsen und vergrößern sich mit jeder Minute. Но это всегда личное желание человека. Aber nach wie vor bleibt es als freie Wille, das heißt eine persönliche individuelle Entscheidung jedes Menschen. Weil ich frage auch wegen Geheimwissen deswegen, weil es das System, was wir haben, baut sich ja ziemlich auf Angst auf, dass die Leute Angst vor allem Möglichen haben. Wenn ich jetzt aber weiß, ich kann mein Leben im Endeffekt so selbst bestimmen, durch verschiedene Techniken, dann verliere ich ja die Angst. Deswegen gibt es ja gewisse Gruppen vielleicht, die Interesse daran haben, dass die Information nicht so weitergegeben wird. Ich denke da in dem Fall zum Beispiel an die Kirche. Wie sieht das jetzt dann aus? Oder was müsste man dazu machen, um jetzt die Technik zu erlernen? То есть я уверена, что если человек искренне хочет развития, он его получит, и никакие структуры ему не помешают. Und ich bin sicher, wenn jemand wirklich vom Innersten eine Weiterentwicklung wünscht, keine Strukturen und nichts kann ihn bremsen oder ihm stören. Но вопрос в том, что нужно взять очень глубокую ответственность действительно на себя. Aber wenn man diesen Weg wählt, eine ganz, ganz große Verantwortung muss jeder selbst tragen. То есть сейчас уже психологический уровень населения к этому готов принять эту информацию. Das heißt, die psychologische Ebene der Bevölkerung ist reif für dieses Wissen. Я сама 15 лет об этом молчала. Ich habe selbst 15 Jahre darüber geschwiegen. А на сегодняшний день я нахожу очень много сторонников и людей, которые готовы двигаться в практике. Und heute treffe ich und finde ganz, ganz viele Menschen, die bereit und reif sind, diesen Weg zu gehen und praktizieren. Was sind diese Methoden jetzt, wenn man mal gezielt fragen darf? Es geht ja einmal darum, ein wichtiges Thema ist das Atmen zum Beispiel, was wir haben. Und das andere Thema ist natürlich auch die Ernährung. Es gibt ja das Thema Lichtnahrung. Und die Ernährung, die ist auch immer mehr vergiftet, was wir ja auch in der Umwelt haben. Man traut sich ja kaum noch was irgendwas zu essen, wenn man überall hört, wo irgendwelche Gifte drin sind. Und ich kann mir auch vorstellen, selbst allein dieses Bewusstsein, nur dass man mit Angst irgendwas isst, dass das natürlich auch dann einen Einfluss drauf hat auf die mögliche Krankheit, die man kriegen könnte, was dann natürlich auch wieder lebensverkürzend wirken würde. И первое, с чего начинается любой путь, это с понимания, куда человек хочет прийти. Deswegen, bevor jemand einen Weg startet, muss bewusst werden, was ist sein Ziel, wohin will der Mensch ankommen. И только потом даются какие-то методы и практики для того, чтобы человек мог реализовать это понимание. Und wenn die Richtung und alles drumherum klar ist, danach wird über die Techniken und Methoden gesprochen, wie man ankommt. В определенный момент я для себя поняла, что нужно каждое явление исследовать с трех позиций. Und ich bin dazu gekommen, dass alles zu jedem Ziel soll man von drei Positionen verstehen oder ankommen. Это процессы, происходящие на физическом уровне. Das heißt, zuerst unsere Physiologie, unser grobstoffliche Körper. Процессы, происходящие на энергетическом уровне. Dann die alle energetischen Prozesse. И на уровне понимания и сознания. Und dritte Ebene, Bewusstseinsebene, das heißt Verständnis. То есть психическое. Und psychische, ja, das heißt auch psychische Ebene, И если какая-то из этих составляющих отстает или не включена? Und wenn von diesen drei Ebenen irgendwelche Ebene nicht nachkommt oder komplett ausgeschaltet ist, то происходит перекос и мистификация. Dann entsteht ein Ungleichgewicht und eine Mystifizierung. Когда я первый раз пришла на праноедение, на вегетарианство, для меня это было полной неожиданностью, совершенно случайным явлением. Als ich erst einmal zu der Prana-Nahrung kam, das war unerwartete Ereignis, das war sehr ungewöhnlich. Я активно занималась очищением организма и жила на даче и выращивала фрукты, овощи. Wie war es bei mir? Ich war auf meinem Sommerdacha. Ich wollte zu Vegetarier werden. Und ich habe gefastet und die Gemüse gezüchtet. Вдруг какой-то момент я поняла, что я могу не есть.
Und dann während diesen Prozessen irgendwann war mir klar, dass ich überhaupt keine Nahrung brauche. Ich kann ohne Nahrung leben. И тогда я решила исследовать этот вопрос. Und dann habe ich angefangen, dieses Thema zu forschen. И я разработала технологию, по которой каждый человек, если он захочет, может перейти. И это перестает быть случайностью. Und ich habe eine Methode entwickelt, dass der Mensch, wenn das will, kann aufgrund von dieser Methode wirklich zu der Prana-Nahrung kommen. Und das wird seine ganz normale Realität. Эта технология не занимает 20, 30 или 40 лет. Und diese Methode braucht keine 20, 30 Jahre. И если мы говорим о трансформации, если мы затрагиваем такую глобальную тему, как бессмертие, Und wenn wir jetzt über Transformation sprechen und nehmen das Thema Unsterblichkeit oder ewiges Leben, то естественно, нам нужно изменить образ мышления и поведения в различных сферах нашей жизни. Zuerst sollen wir unsere Gedankenwelt und auch unser Benehmen verändern, wie wir das im alltäglichen Leben üben. Это не только питание. Und das ist nicht nur Ernährung. Это дыхание. Das ist auch Atmung. И сон. Das ist auch Schlaf. И наше моральное и сексуальное поведение. Und auch unser Moral oder morales Benehmen und unsere Sexualität, sexuelles Benehmen. И психологическая готовность принимать совершенно новые для себя открытия. Und auch psychologische Bereitschaft, ganz neues Wissen bekommen zu wollen. Das bekommen die Leute im Seminar gelernt. Müssen die dann immer wieder regelmäßig hingehen oder ist das ein in sich ineinander geschichteter Prozess? И, как я уже сказала, что традиционно есть способы передачи и определенные наборы практик, которые позволяют реализовать то, о чем мы знаем, и бессмертие, и трансформацию. Auf jeden Fall, in unserer Zeit ist möglich, dass eine bestimmte Informationsübertragung stattfindet und dann dazu kommen dann bestimmte Praktiken und dann ist es möglich. И так как те знания, которые я передаю, идут не снизу вверх, то есть не от того, что мы имеем, к тому, куда мы хотим прийти. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wege, wie man Wissen angibt. Wenn ich Wissen gebe, ich gehe nicht den Weg von unten nach oben, а в момент реализации они стали очевидны, sondern während der Realisierung ist das Wissen real geworden. То есть стали очевидны процессы, которые происходят, позволяющие явлению бессмертия существовать. То есть сверху вниз, да. Да? Das heißt, von oben nach unten kam das Wissen und die Prozesse, die man realisieren sollte und musste, sind klar geworden. И это позволило мне создать совершенно новые технологии. Und das hat mir ermöglicht, eine ganz neue Methode zu entwickeln, которые являются безопасными. Diese Methode und diese Praktiken sind absolut sicher, das heißt, die sind nicht gefährlich. Это основной параметр. Das ist auch sehr wichtiger Grundparameter. И в то же время на порядок эффективнее. Und diese Methoden sind viel, viel effektiver als die alten Wege. Поэтому я могу говорить открыто и очень глубоко. Das ermöglicht mir, frei zu sprechen und ganz tief, tiefes Wissen zu geben. Но интерес представляет то, что я понимаю, как это отражено, как эти знания сегодня уже отражены в науке. Und das ermöglicht auch mir zu verstehen, wie dieses Wissen in der Wissenschaft sich reflektiert. И могу объяснить и даже продемонстрировать в определенной степени, что происходит в клетке. Ich kann erklären und auch demonstrieren genau die Zellprozesse, das was in der Zelle passiert. Wie würde das jetzt ablaufen? Ich würde jetzt zum Seminar kommen und was passiert da eigentlich? Я провожу несколько тем. Ich unterrichte mehrere Themen. И первое, с чего я начинаю, это просветление. Und das erste, mit was ich immer starte, das ist Erleuchtung. Просветление всегда считалось наивысшей ситхой.
Erleuchtung war das größte oder höchste Siddhis. Но просветление всегда считалось высшей способностью. Und Erleuchtung war immer die höchste Fähigkeit von einem Mensch. Потому что осознание своей природы. Weil das Bewusstwerden über die eigene Natur как раз и позволяет сконцентрировать внимание тотально в практике. Ermöglicht eine Aufmerksamkeit, Konzentration, dass man sich total in etwas, in eine Praxis reingehen, reinkommen kann. То есть просветление позволяет не ошибаться в процессах. Das heißt, Erleuchtung ermöglicht oder führt dazu, dass man keine Fehler in den Prozessen не отождествлять с собой то, чем ты не являешься. Und Erleuchtung führt dazu, dass der Mensch aufhört, sich selbst mit etwas identifizieren, was er nicht ist. Просветление всегда считалось милостью. Deswegen Erleuchtung war wie eine Gnade. Всегда считалось, что невозможно разработать технологию просветления или технику, которая обеспечит просветление. Und früher wurde immer gedacht, dass es eine göttliche Gnade, dass es keine Technik, keine Methode, wie man da an die Erleuchtung ankommt. Но оказалось, что это не так. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Я лично 25 лет искала просветление. Ich habe persönlich 25 Jahre gebraucht, um erleuchtet zu werden. То есть я не искала бессмертия, я не искала каких-то паранормальных явлений. Ich war nicht auf dem Weg der Unsterblichkeit und ich habe mich nicht beschäftigt mit irgendwelchen paranormalen Fähigkeiten. Я хотела получить ответ на один очень простой вопрос, кто я. Ich wollte einfach die Antwort bekommen auf meine tiefe und einfache Frage, wer bin ich? И когда в 2010 году произошло просветление? Und als ich im Jahre 2010 eine Erleuchtung erlebt habe, я подумала, Боже мой, это же так просто. Mir war dann plötzlich klar, das ist doch so einfach. И именно из-за того, что человек не понимает, куда направлять внимание. Und weil die meisten Menschen nicht verstehen, wohin die ihre Aufmerksamkeit fokussieren sollen. Он находится в поиске всю жизнь. Die Menschen suchen lebenslang. И тогда я разработала элементарную технологию просветления. Und dann habe ich eine Methode, eine Erleuchtungsmethode entwickelt. Которая позволяет человеку это сделать очевидно. Diese Methode ermöglicht das ganz schnell zu machen. И естественно, у человека возникает интерес раскрытия ещё больших возможностей. Und wenn der Mensch erleuchtet ist, das ist die normale Folge, dass der Mensch Interesse bekommt, weitere Fähigkeiten bei sich zu entwickeln. И если у него возникает желание, он действительно может перейти на вегетарианство. Und wenn der Mensch wirklich das will, er kann auch zu Prana-Nahrung kommen. И оказывается, у него есть огромный потенциал для изменений. Und in Wirklichkeit, еще более глубоких dass изменений. Der Mensch hat ein riesiges Potenzial für die Veränderungen, noch tiefere Veränderungen. И человек начинает чувствовать, что такое энергетическое дыхание. Und das führt dazu, dass der Mensch beginnt die Licht, die energetische Atmung zu verstehen und wahrzunehmen. А энергетическое дыхание – это и есть связующее звено между всей структурой, всеми нашими телами. Und wenn der Mensch eine energetische Atmung versteht, das ist eine Brücke zwischen allen feinstofflichen Strukturen. Das heißt, wir können alle energetisch atmen. То есть это начиная с физического тела и кончая световым телом, о котором я только что рассказывала. Und dadurch, dass wir außer grobstoffliche Körper auch feinstoffliche Körper haben, wir können das durch die energetische Atmung das alles mit einbeziehen. Но что самое важное, у человека должны быть объективные критерии его практики. Wichtig, dass der Mensch immer objektive Kriterien hat für seine Praxis. Элементарный пример. Элементарное Beispiel. У человека начинается очищение организма вследствие занятий. Durch die Übungen beginnt eine Körperreinigung. А симптомы очень похожи на простуду. Und die Symptome sind sehr ähnlich mit einer Erkältung. Это может быть насморк, это может быть кашель. Schnupfen, als Schnupfen rauskommen oder als Husten. Повышение температуры. Oder ein Fieber.
И как человеку определить, это действительно очищение организма, или может быть он простыл? Und wie kann der Mensch jetzt feststellen, ist es jetzt eine Erkältung oder ist es jetzt eine Entwicklung im Körper? Но есть еще очень серьезная опасность в передозировке, даже если вы делаете все правильно. Und wenn wir das praktizieren und auch alles richtig machen, gibt es immer eine Gefahr, dass wir überdosieren, dass wir übertreiben. Сегодня, когда информация лежит в интернете, и человек на свой страх и риск что-то пробует без контроля со стороны мастера или учителя. In unserer Zeit, Information liegt im Internet, jeder Mensch kann etwas praktizieren. Er hat jetzt nicht auf seiner Seite einen Lehrer. И при этом не имея объективных критериев своих действий. Dadurch, dass vielen Menschen die objektive Kriterien, die Prüfkriterien fehlen, в лучшем случае он получит какой-то минимальный эффект. Bekommen die meisten Menschen auch minimale Effekte. А в худшем случае он может получить проблемы. Und im schlimmsten Fall, что может проблемы. Получить? Oder Probleme. И поэтому, работая с очень большой аудиторией людей, deswegen, wenn ich arbeite mit einer großen Gruppe von Menschen, я даю современные разработки, которые позволяют человеку действительно определить, что он движется в своем личном темпе. Ich gebe dann sogenanntes moderne Wissen, wo jedem Teilnehmer ist klar, wo gerade ist, dass in seinem Tempo, wo sich gerade auf der Entwicklungsweg befindet. Что он делает абсолютно все правильно. Der Mensch weiß, dass alles richtig macht. И он может регулировать скорость процессов. Und jeder Mensch lernt die Regulierung der Geschwindigkeiten für seine Entwicklung. Такие вот элементарные приемы я смогу продемонстрировать на конгрессе, то есть мы сможем попробовать. Das heißt, ich werde beim Kongress das vorführen, das sind die ganz einfachen Übungen, ich werde die demonstrieren. И люди это почувствуют. Und die Menschen im Saal werden das spüren. И третья ступень позволяет человеку реально соприкоснуться с теми же явлениями бессмертия, трансмутации тела, о которых я сейчас рассказывала, с которыми соприкоснулась я. Und die dritte Stufe bei meinen Seminaren führt dazu, dass der Mensch in Berührung kommt zu den Transmutierung vom Körper oder kommt oder kennenlernt die Prozesse, die ich erlebt habe. Я не хочу сказать, я не хочу людям обещать, что придя на третий семинар, это они сразу могут получить каждый. Ich möchte jetzt nicht garantieren oder versprechen, dass jeder, der bei der dritten Stufe ankommt, dass jeder das hat. Но обычно в ходе семинара 1-2 человека действительно останавливают дыхание и начинают осознавать, то есть для них становится очевидно то, о чем я рассказываю. Aber im Laufe des Seminars oder Seminartagen es gibt immer ein paar Menschen, die wirklich ankommen zu dem Zustand, dass die keine Atmung mehr brauchen und die beginnen dann diese Prozesse zu erleben und wahrzunehmen, wie ich das beschreibe. Остальные люди это понимают чуть позже. Die anderen beginnen das ein bisschen später zu verstehen und wahrzunehmen. Совершенно не секрет, что существует 4 уровня бессмертия. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir 2, dass wir 4 Ebenen der Unsterblichkeit haben. Бессмертие на уровне ума это просветление. Unsterblichkeit auf der Bewusstseinsebene. Das ist die Erleuchtung. Бессмертие на уровне энергии. Dann eine energetische Unsterblichkeit. Бессмертие на уровне физического тела. Dann eine жизни. Physische Unsterblichkeit, körperliche Unsterblichkeit. И божественное бессмертие – это реализация тела света. Und eine göttliche Unsterblichkeit, das ist ein Lichtkörper, das heißt, realisieren sich bis zum Lichtkörper. In der Kongresse я очень подробно расскажу об этом и покажу, как это функционирует. Über diese 4 Unsterblichkeitsebenen werde ich beim Kongress erzählen und auch vorführen bzw. demonstrieren.
Jetzt haben wir zwei Punkte schon mal angesprochen, Olga. Du hattest gesprochen gehabt über die Atmung, du hattest gesprochen gehabt jetzt über die Lichtnahrung, du hattest auch noch gesprochen über Moral. Was meinst du mit Moral? Und es gibt so einen Begriff, was im Osten bekannt ist, das ist Tantra-Beziehung. Oder тантрические Beziehung. Это отношения, которые позволяют не только не терять энергию. Die wahre Tantra-Beziehung führt dazu, dass man nicht nur die Energie überhaupt nicht mehr verliert. Как это чаще всего происходит между обычным взаимодействием между мужчиной и женщиной? Was normalerweise umgekehrt, wenn Mann und Frau zusammen sind, die verlieren die Energie. Но правильно распределять и приумножать энергию. Und die wahre Tantra führt dazu, dass man lernt, wie man die Energie richtig verteilt und auch vermengt. Есть конкретные, очень четкие процессы трансформации, которые можно озвучить. Und es gibt richtige, klare Transformationsprozesse, über die man, oder die man erläutern kann. Которые парой каждый отдельный человек будет проходить. Die dann auch bei Seminaren erklärt werden, wo die Paare oder auch einzelne Menschen, wenn jemand noch kein Paar hat, auch durchlaufen. Auf das Atmen zurückzukommen. Nicht atmen heißt jetzt, dass ich auch zum Beispiel unter Wasser tauchen könnte, ohne zu atmen, ohne dass ich einen Atemzug machen müsste, also grobstofflich, oder heißt das nur, dass ich feinstofflich irgendwas verändere? Дело в том, что нас приучили, что для выживания нам нужно кушать, спать и дышать. Uns wurde seit Kindheit beigebracht, dass zum Überleben zu können, müssen wir essen, schlafen und atmen. Но опыт многих людей доказывает обратное. Aber die Erfahrung von vielen Menschen beweist das Umgekehrte. Есть люди, которые находятся в самадхи, и есть разные виды самадхи. Es gibt Menschen, die befinden sich in Samadhi-Zustand. Und es gibt verschiedene Arten von Samadhi. Что такое Samadhi? Это was heißt das Samadhi-Zustand? Это очень высокая степень концентрации. Das ist erstens eine sehr, sehr hohe Konzentrationsstufe. Именно на духовных процессах. Auf der geistigen, spirituellen Ebene. И тогда физическое тело может очень продолжительное время находиться без пищи, без воды, быть обездвиженным, находиться под водой. Und in diesem Zustand kann der Mensch auf der grobstofflichen Ebene ganz, ganz lange ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Atmung, ohne Bewegung sich befinden, auch unter dem Wasser. При этом не стареть. Und gleichzeitig der Mensch altert auch nicht. Не болит. Und wird auch nicht krank. Остановка дыхания – это переключение, переключение – это альтернативный способ получения энергии. Man kann diese Nichtatmung benennen als eine andere Möglichkeit für die Energiegewinnung. Das heißt, der Mensch bekommt Energie auf eine andere Art und Weise. То есть для нас физическое дыхание – это способ получения энергии, привычный. Weil für normale Menschen das die Atmung, das ist die Möglichkeit, Energie zu bekommen. Точно так же привычная форма существования – это потребность в еде, потребность в воде, потребность в воздухе. Это неэкономичный способ жизни. Deswegen unsere gewöhnliche Lebensweise oder die primitive oder die niedere Lebensweise, die braucht dann nicht ganz ökologische Existenzmöglichkeiten. Das heißt, wir brauchen Nahrung, wir produzieren dann die Nebenstoffe, wir brauchen Sauerstoff und so weiter. При том, что мы получаем определенное количество энергии, мы параллельно сжигаем огромное количество собственных ресурсов. Und dabei wir bekommen schon Energie durch die Nahrung, durch die Luft, aber wir verbrauchen unwahrscheinliche Energiemengen. То есть я совершенно обосновательно могу говорить сегодня о том, ich kann mit Sicherheit heute sagen, что в нашем теле, в нашей психоконструкции, in unserem Körper, in unserer Psychokonstruktion, есть несколько систем. Gibt es mehrere Systeme? Не только энергообеспечение.
nicht nur für die Energiegewinnung, но и позволяющих реализовать разные формы существования. Sondern wir können existieren auf den verschiedenen Ebenen. То есть сейчас в этом теле, у каждого человека. Das heißt, jeder Mensch hat in seinem Körper заложены механизмы бессмертия. Ein Unsterblichkeitsmechanismus reingelegt. На клеточном уровне. Und dieses Mechanismus ist auf der Zellenebene. И на уровне наших тонких тел. Und auf jede feinstoffliche Ebene. Das haben wir. И точно так же заложены механизмы смерти, умирания. Und genauso sind in uns die sterbliche Prozesse reingelegt. Это вопрос выбора. Und das ist jederzeit die Frage der Wahl. Olga, du hattest gerade eben über die Sexualität gesprochen gehabt, mit den Energien. Was ja ein Tabuthema ist, wo viele Leute ja Schwierigkeiten haben, darüber zu sprechen. Aber was ich jetzt selbst auch durch verschiedene Techniken, die ich auch selbst gelernt habe, mitbekommen habe, dass man diese Energie auch einmal nutzen kann zum Heilen, an bestimmte Körperzellen hin oder Körperregionen verteilen kann oder ganz im Körper. Hattest du das eben mit gemeint, mit diesen Energiearbeiten? Естественно, но помимо каких-то помимо какого-то другого использования сексуальной энергии, можно еще очень глубоко укрепить семью. Außerdem, dass man durch sexuelle Techniken ganz viel Energie gewinnen kann, die man für die verschiedenen anderen Bedürfnisse anwenden kann, wie Heilung. Wir haben hier noch einen ganz anderen Aspekt. Wir können mit diesen Techniken die Beziehung oder die Familie sehr gut verstärken. Многие пары сталкиваются с тем, что в начале отношения очень близкие, теплые, много любви. Am Anfang, wenn die Menschen verliebt sind oder was viele Paare haben, am Anfang der Beziehung sind wirklich die Gefühle stark. Но проходит 5-10-15 лет, nach 15 Jahren чувства притупляются. Die Gefühle werden stumpfer. И каждая религия говорит о том, что там прелюбодеяние или даже прелюбодеяние в мыслях – это грех. Und fast jede Religion lehrt uns, dass Gedanken über Sex oder über die Liebe, dass es eine Sünde ist, auch wenn wir das gar nicht körperlich erleben, sondern wenn wir nur darüber denken, das ist schon eine Sünde. Но рано или поздно люди сталкиваются с тем, что им становится как бы тесно в одних отношениях. Und viele Menschen kommen auch zu dem Zustand, wo Beziehung nur zu einem Partner oder Partnerin irgendwann zu eng wird oder dass es zu wenig oder nicht erfüllend ist. Тогда происходит либо измена, dann manche gehen entweder fremd, либо развод. Oder die anderen lassen sich scheiden. Либо подавление своих эмоций просто уже как рутинное существование. Oder der Mensch unterdrückt seine Gefühle und Emotionen und lebt einfach aus einer Routine wie ein Roboter. Но ни один из этих вариантов не приносит удовлетворения и счастья в жизни. Und in Wirklichkeit keine von diesen Wegen bringt den Mensch zu einem glücklichen oder erfüllten Zustand. Совместная практика позволяет не только укрепить супружеские отношения. Und diese Praktiken und Techniken, die ich unterrichte, das führt nicht nur zu der Festigung der Beziehung. Поправить свое здоровье. Nicht nur zu der Genesung oder zu der Verbesserung der Gesundheit. Не иметь сексуального разочарования. Das führt auch dazu, dass der Mensch nicht mehr enttäuscht wird von der Sexualität. Но что самое главное, она помогает открыть в себе. Das Wichtigste, diese Techniken führen dazu, dass der Mensch entdeckt in sich und öffnet. Два первоначала. Zwei Ursprünge. Это мужское и женское. Der Mensch entdeckt in eigenem Körper die ur-weibliche und ur-männliche Energie. То есть, когда мужчина встречает женщину, он отождествляет себя с мужской энергией. Wenn, если обычный мужчина, да? Да. Ein gewöhnlicher Mann, wenn eine Frau trifft oder sieht, in ihm
sprechen zuerst seine männlichen Energien oder die werden aktiv. С мужской формы. Und die haben eine männliche Form. Соответственно, женщина женская. Bei der Frau ist das gleiche, aber dann auf der weiblichen Ebene. И наша внутренняя женщина и наш внутренний мужчина являются подавленным. Und in dem Fall bei Mann seine innere Weiblichkeit oder seine Frau in ihm wird unterdrückt und in jeder Frau ihr Mann in ihr wird auch unterdrückt. На энергетическом уровне это определенные блокировки в каналах. Auf der energetischen Ebene, wenn man diese Unterdrückung anschaut, das ist eine Blockade von bestimmten Energiekanälen. А на психическом уровне это неведение. Auf der psychische Ebene, das ist eine Unwissenheit oder Unverständlichkeit von einem anderen Geschlecht. То есть то, что называется непросветленность. Das, was wir sagen dann Unwissenheit. И когда партнеры определенным образом начинают воспринимать друг друга. Und wenn diese Menschen dann zusammenkommen, то мужчина помогает женщине прочувствовать и открыть свою мужскую составляющую. Das heißt, nach den Seminaren, wenn die zwei Mann und Frau zusammenkommen, das führt dazu, dass der Mann erweckt den inneren Mann in der Frau und die Frau die innere Frau in dem Mann. Das heißt, die werden vollkommen. Вот. И там уже начинаются паранормальные явления. Und diese Vervollkommnung führt zu der Öffnung oder Entwicklung von paranormalen Fähigkeiten, die in uns reingelegt sind. То есть, помните, пожалуйста, то, что мы называем телом, это мысль. Der Mensch muss einfach verstehen, das, was wir Körper nennen, das sind nur unsere Gedanken. Это тело принимало человеческие и нечеловеческие формы. Das heißt, unser grobstofflicher Körper kann menschliche und unmenschliche Formen annehmen. И было два условия, которые позволили этому осуществиться. Und dazu braucht man zwei Bedingungen, die das ermöglichen. Первое – это огромное количество энергии. Zuerst ganz viel Energie braucht man. Которую не растрачивала на еду или на какие-то другие отвлечения. Die der Mensch nicht verliert für die Nahrung oder für irgendwelche andere Vergnügungen. А второе – это отсутствие жестких представлений о себе. Und zweite Bedingung, das sind keine feste Vorstellungen über sich selbst. Например, многие мужчины, в особенности в наш действительно сумасшедший темп жизни, сумасшедший ритм жизни. In unsere verrückte Zeit viele Männer. Секс используют как расслабление, у них это происходит там по 5, по 10, по 15 минут там раз в неделю или раз в месяц. Benutzen Sex als eine kurze Entspannung oder ja, kurzer Austritt aus diesem stressigen Leben und dazu brauchen die ja 5 bis 15 Minuten. Sex без эякуляции. Sex ohne Ejakulation. Позволяет не только продлить это на очень длительный период, например, на 2, на 4, на 6 часов. Wenn der Mann lernt Sexualität zu haben, ohne zu ejakulieren, kann diese Sexualität verlängern auf 6 oder 12 Stunden. Но еще, как я говорила, при этом не терять энергии. Und dabei verliert gar keine Energie. Соответственно, расслабить физическое тело. Wenn keine Energie verliert, kann maximal sein grobstofflicher Körper entspannen. Расслабить связки. Entspannen alle Bindegewebe und Muskeln. Снять спазм с сосуда. Kann die Gefäße entspannen, Blutgefäße. Восстановить энергетические потоки. Das führt dazu, dass der Energieverlauf im Körper wird aufgebaut. У себя и у партнера. Bei sich selbst und bei der Partnerin. И действительно снять вот этот вот физический и психологический синдром хронической усталости. Und was wichtig ist, diese chronische Müdigkeit auf der körperlichen und psychischen und mentalen Ebene kann man komplett wegbekommen. Я, конечно, не говорю, что каждый человек должен каждый день по 6 часов заниматься сексом. Ich meine jetzt nicht damit, dass jetzt jeder Mensch täglich 6 oder 12 Stunden diesen Sex treiben oder machen muss. Но я могу представить,
aber ich kann mir vorstellen, если бы этими знаниями обладали все мужчины, wenn alle Männer dieses Wissen gehabt hätten, насколько бы в нашем обществе стало меньше агрессии, wie wenig Aggressivität und Aggressionen hätten wir in unserer Gesellschaft gehabt. Насколько бы люди были более в себе уверены, более открыты и более любящими. Wie viel mehr Sicherheit, Offenheit und die Liebe in unserer Gesellschaft sein könnte. Я очень много говорю о физиологических процессах. Ich erzähle jetzt beim Interview sehr viel über die physiologischen Prozesse, über die körperlichen Prozesse. Но я делаю это сознательно для того, чтобы донести до людей, что метафизика или мистика. Ich mache das bewusst, damit es klar wird, dass die Metaphysik oder Mystik возникает тогда, когда мы не понимаем, как это работает. Entsteht nur dort, wo Missverständnis oder Unwissen da ist. Но когда механизмы нам становятся понятны, wenn wir die Mechanismen verstehen, der Ablauf von der körperlichen Ebene, то мы приходим к вот этой удивительной божественности, удивительной красоте, творчеству. Wir kommen dann zu dieser unglaublichen Schönheit, zu der Göttlichkeit, zu der Schöpferkeit und zu der Kreativität. Мы приходим к этой духовности, потому что ничего другого не остается. Wir kommen dann fast automatisch zu der Spiritualität, zu der Geistigkeit, weil nichts anderes auch dann bleibt. Потому что она просто начинает исходить из тебя. Weil diese Geistigkeit oder diese Spirit beginnt aus dir auszustrahlen. Du landest da drin. Ich glaube, um das dann zu verstehen, ist es auch wichtig, das zu erleben. Да, конечно. Ja. Das ist sehr schwer dann zu beschreiben. Ja, Olga, dann danke ich dir einmal für diese Ausführungen, die sehr interessant waren. Und an die Zuschauer sage ich dann nochmal, wer nochmal Näheres dazu hören will, der hat die Möglichkeit, am 28. November auf dem Kongress bewusst in die Zukunft weitere Informationen zu kriegen, weil da ist Olga auch eine Referentin und wird auch nochmal einige Beispiele dazu zeigen. Vielen Dank auch für das Gespräch. Именно на конгрессе я постараюсь все эти темы раскрыть максимально полно. Beim Kongress werde ich mich bemühen, diese Themen in Fülle zu erzählen. Чтобы это не звучало, чтобы это было действительно понятно, как это работает. Möglichst klar und einfach, damit jeder verstehen könnte, wie diese Methoden arbeiten. И, возможно, такая работа, такие конгрессы. Und möglich, dass diese Arbeit oder diese solche Kongressen действительно являются вот теми толчками, эволюционными толчками для следующего витка. Werden vielleicht die Impulsschritte sein für unsere Evolutionsprozesse in der Zukunft. Oder Stöße, Impulsstöße. Большое спасибо вам за возможность донести до людей. Und einen großen Dank für diese Möglichkeit, an die größere Menschenmassen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Die Information, которая реально может изменить ihre жизнь. Dass die Menschen die Information bekommen können oder die Möglichkeit bekommen, was ihr Leben real verändern könnte. До свидания, до встречи. Und vielen Dank und auf Wiedersehen.